So, ich wollte hier hinein. Ah, Miss Everett. Danke. Ja, schön dich zu sehen. So, Magneten möchte ich haben. Hoffentlich sagt sie jetzt, dass sie den braucht. Da. Ich will ein paar Sachen kaufen für meinen Neffen. Er fängt gerade erst mit dem Zaubern an. Ihr Neffe hat einen guten Geschmack. Ich finde diese Sachen selbst nach wie vor nützlich. Greifen Sie zu und vergessen Sie nicht zu bezahlen, bevor Sie gehen. Danke. Ach ja, bezahlen, da war ja was. Kann ich noch irgendwas mitnehmen? Mimimi, wahrscheinlich kann ich echt immer nur mitnehmen, was ich gerade Schredderkrach mache. Ach ja, den brauche ich ja. Glaube ich. Ich glaube, der gehörte zu dem Trick dazu. Falscher Daumen. Kann ich auch mitnehmen. Festes Wasser. Ja gut, davon war auch nie die Rede. So, nur dass ich jetzt nichts übersehe hier, was ich irgendwie gebrauchen könnte. Typischer Geldkasten. Kleiner Magnet. Nee, okay, ich glaube, dann habe ich soweit alles. Kann man machen. Das andere Warenregal nochmal eben reingucken. Ist hier noch irgendwas, was ich. Aha, Kunstblut. Da muss ich doch den Trick mit dem Daumen wahrscheinlich demnächst machen, ne? Ich bin ja der Meinung, ich sollte das ausprobieren bei dem Typen, der da das College bewacht, dass ich da reinkomme. So, ich würde gerne gehen und bezahlen. Ich bin fündig geworden und möchte bezahlen. Ich weiß, für was Sie sich entschieden haben. Ja, so groß ist der 12 Laden Pfund, nicht. bitte. Nicht schlecht, der Trick. Eher eine Notwendigkeit, wenn man einen Laden besitzt, Miss Everett. Genießen Sie den schönen Tag. Danke, das werde ich. Ja. Gestikulier, fuchtel, fuchtel, bezahl und raus, genau. Gut. Ja, jetzt habe ich Utensilien für, ich glaube, drei verschiedene Tricks. Dann machen wir mal, was machen wir denn jetzt mal? Ja. Ich möchte einmal noch im Pub vorbeischauen, weil ich mir nicht sicher bin, ob die Männer da vielleicht nicht noch irgendwas wissen. Wer seine Seele für 30 Pfund verkaufte. 30 Pfund ist ja auch jetzt nicht so furchtbar viel, ne? Für eine Seele. Also kann es ja nichts, das muss ja irgendwas Unehrenhaftes oder so gewesen sein. Außerdem ist hier noch was zu erledigen. Und außerdem wollte ich ja zu diesem Typen hier. Und gucken, ob ich mich da irgendwie reinschleichen kann. Bla. Das ist echt doof. Ich weiß auch nicht, was ich in den Ladebildschirm so erzählen soll. Ja, Guten Ladebildschirm. Tag, Miss. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. So, ich würde gerne von jemandem von euch. Kann ich mit irgendjemandem quatschen? Nein. Alles nur zum Angucken. Das ist ja doof. Das Hörnchen kann ich mir auch nur angucken. Jetzt ein Hörnchen. Ja, gucken wir uns das nochmal an. Und ist der Geist von Captain Nemo schon erschienen, oder? Ist da irgendwas mit? Nee. Muss der Knaller sein, Touristen dabei zuzusehen, wie sie verzweifelt versuchen, einen Ton aus diesem Ding rauszukriegen. Ja, hast du doch selber gemerkt. Hier haben wir einmal Close-up auf das Dekolleté, falls es jemanden brennend interessiert. Der hatte ja wirklich etwas mit dem Rätsel zu tun. Ja, ach. Kann man den nicht anquatschen? Nein, ihn hier. Die sehen nicht so aus, als wären sie Mitglieder im Daedalus Club. Auch nicht. Und du? Die sehen nicht so aus, als wären sie Mitglieder im Daedalus Club. Auch das nicht. Okay. Na gut, dann haben wir hier nichts mehr zu tun. Ja. Sehr spannend. Vielleicht kann ich auch noch gar nicht in das, um den Studentenausweis zu kriegen. Aber ich brauche einen. Aber das Problem ist, es ist doch ein anderes College, oder? Ich versuche noch einmal hier reinzugehen. Ich wüsste nicht, was ich im Brasenose College soll. St. Edmund Hall ist mir lieber, die sind da viel netter. Okay.
Er ist für die Sicherheit auf dem Campus zuständig. Interessanter Hut übrigens. Das mit dem Hut irritiert mich. Hat das irgendwas zu sagen? Nö, eigentlich nicht, ne? Hier kann man auch nicht rein. Nee, da war ja nur... Irgendwas ist hier noch zu erledigen. Okay, dann gehen wir... Ja, wo mache ich jetzt weiter? Da. Gehen wir wieder ins Krankenhaus und führen unseren Trick mit dem... Mit dem Magneten durch. So, das war ja hier. Ich bin auch den Gang noch nicht runtergegangen. Ich glaube, das geht auch gar nicht. Doch, in den kann man... So, dann muss ich mir mal eben hier, genau, zack. Und dann den Trick mit dem bodenlosen Becher. Wahrscheinlich. Magnet, genau. Okay, den hatten wir ja schon ausge... Nein. Der bodenlose Becher. Ein verwirrender und wirkungsvoller Scherz. An Utensilien benötigst du einen Becher, einen kleinen Gegenstand aus Metall, zum Beispiel eine Münze oder einen Schlüssel, und einen Magneten. Während des Zaubertricks erzählst du, dass du einen bodenlosen Becher hast, wie zum Beispiel der Heilige Gral einer war. Erstens, platziere den Magneten in deiner rechten Hand. Der Magnet, rechte Hand. Zweitens, nimm den Becher in deine linke Hand. Zeige ihm dem Publikum von innen und von außen, sodass sie keinen Metallgegenstand darin sehen können. Becher, linke Hand. Bewege den Becher in deine rechte Hand, sodass der Magnet in deiner Hand direkt an die Becherseite gedrückt wird. Dann darüber. Manipuliere den Becher, indem du ihn umdrehst und schüttelst. Nichts fällt heraus, der Gegenstand ist verschwunden. Manipuliere rechtes Objekt. Lenke das Publikum ab, indem du es nach dem Gegenstand suchen lässt. Während das Publikum abgelenkt ist, nimm den Gegenstand aus dem Becher in deine linke Hand und lasse ihn in deinem linken Ärmel verschwinden. Schlüssel, linke Hand und dann in den linken Ärmel. Ich bin eigentlich begeistert von diesen Zaubertricks. Das macht eigentlich Spaß. Hey, der Schlüssel ist weg. Was? Hier, sehen Sie? Was zum Teufel? Haben Sie ihn genommen? Nein. Ich? Was soll ich denn damit? Sie haben doch hoffentlich einen Ersatzschlüssel, oder? In meiner Wohnung. Ganz schön beschissen. Das ist mehr als nur... beschissen. Ja, wie werde ich dich denn jetzt los? Jetzt muss ich bestimmt so tun, als würde mir der Daumen abfallen. Damit sie mir ein Pflaster holt. Das probieren wir jetzt einfach mal. Oder den Krachmacher, aber ich bin mir nicht sicher. Der zerstörte und wieder reparierte Ring. Nee, ich bin mir da nicht sicher. Ich probiere mal das mit dem... Mit dem Daumen, das hier. Ich muss Susan irgendwie aus dem Zimmer locken, damit ich zu dem Aktenschrank kann. Ich könnte sie mit einem Notfall austricksen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber dafür brauche ich ein paar Sachen. Habe ich nicht alles, was ich dafür brauche? Daumen? Kunstblut? Oh nein, ich habe keinen Hautkleber. Stimmt's? Ich habe keinen Hautkleber. Muss ich jetzt echt wieder zurück mir Hautkleber holen? Moment, mal eben kurz gucken. Vielleicht sollte ich mir die Dinger einfach mal vorher durchlesen. Dieser Trick, allerdings werden ein falscher Daumen, Hautkleber und Kunstblut. Okay, wo kriege ich Hautkleber her? War der auch in dem Zauberladen? Ansonsten kriege ich Hautkleber mit Sicherheit auch im Krankenhaus. Das ist ja eine Alternative zum Vernähen von Wunden und so. Ne? Gibt's doch. Ich habe zum Glück noch nie sowas gebraucht, deswegen... aber ich meine schon, Hautkleber gibt's. Also so richtigen, medizinischen. Aber der hält ja dann auch bombig, glaube ich. Okay, gehen wir einfach nochmal hier. Gehen wir einfach nochmal zu unserem Möchtegern-Houdini... Der Hase Houdini ist übrigens mittlerweile wahrscheinlich an seiner Möhre elendig krepiert. Weil er die nicht runtergekriegt hat, so furztrocken wie die war. So, ich brauche Hautkleber. Hallo, Mephistopheles. Miss Everett, freut mich, dass Sie mir einen Besuch abstatten. Ja, ich bin dein einziger Stammkunde wahrscheinlich. So, gucken wir nochmal ganz gezielt nach Hautkleber. Da ist der Daumen. Mit Hautkleber festmacht.
Festes Wasser, Telefonspion. Aber hier war sonst nichts, was man mitnehmen könnte. Besonderes Kartendeck. Nein, Magnet haben wir auch schon. Diebischer Geldkasten haben wir schon. Das haben wir schon. Das haben wir auch. Festes Wasser haben wir auch schon. Hilferuf, Dingensbummens haben wir auch. Das brauchen wir bestimmt später nochmal. Hautkleber. Okay. Gut, den habe ich dann tatsächlich übersehen, weil der da bei den Döschen mit beistand. So, dann würde ich gerne gehen und bezahlen. Ich würde gerne bezahlen, bevor ich gehe. Ja, ist immer so. Gut. Danke, Miss Everett. Musste ich diesmal nicht, hat er mir gar nicht gesagt, wie viel. Ich gebe ihm einfach mal, was ich für angemessen halte. Nichts. Einen feuchten Händedruck. So. Wenn wir im Laden die Karte benutzt und uns wegteleportiert hätten, hätte der dann was machen können? So. Jetzt aber. Jetzt aber. So, dann. Mit diesem Trick kann ich Susan bestimmt aus dem Raum locken, aber ich brauche dafür ein paar Sachen. Wie, was brauchst du denn noch? Wir haben doch jetzt alles. Wir haben den Daumen, wir haben das Blut. Können wir das irgendwie erstmal... Kunstblut aus dem Zauberladen. Ja. Wieso kommt das jetzt nicht? Mit diesem Trick kann ich Susan bestimmt aus dem Raum locken. Aber ich brauche dafür ein paar Sachen. Muss ich das vorbereiten? Kunstblut in den Daumen. Gut, jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass der Daumen hält. Aha, also muss ich das... Okay, das sieht ja toll aus. Ja, und dann Hautkleber, Daumen. Jetzt kann's losgehen. Okay, jetzt ich habe alles für den Trick vorbereitet, aber eine Sache bereitet mir Kopfzerbrechen. Susan wird nicht so lange weg sein, bis ich hier fertig bin. Ich will nicht dabei erwischt werden, wie ich hier rumspioniere. Ja. Das heißt? Ja, da muss ich dafür sorgen, dass... Ja, vor allem, wenn ich hier echt so tue, als ob mir der Daumen abfällt, dann wird die mich wahrscheinlich eher mitnehmen wollen. Ich habe alles für den Trick vorbereitet, aber eine Sache bereitet mir Kopfzerbrechen. Susan wird nicht so lange weg sein, bis ich hier fertig bin. Ich will nicht dabei erwischt werden, wie ich hier rumspioniere. Ja, das ist ja schön. Kann ich den Schlüssel irgendwie nachmachen? Nee. Dieser Krachmacher erzeugt ein ziemliches Knirschgeräusch. Klingt wie ein Müllzerkleinerer oder ein Mixer. Haben wir hier einen Aktenvernichter? Weil da war doch irgendwas, dass man auch mit einem Aktenvernichter... Ja, wenn, dann steht er wahrscheinlich dahinter am Schreibtisch irgendwo. Aber dann würde sie ja von alleine jetzt auf die Idee kommen, dass man... Kann man da irgendwas mitmachen? Das mit dem Schlüssel? Dieser Krachmacher erzeugt... Nee. Lululululul. Das geht aber auch nicht. Ich muss Susan irgendwie aus dem Zimmer locken, damit ich zu dem Aktenschrank kann. Ich könnte sie mit einem Notfall austricksen. Ja, das habe ich ja schon im Hinterkopf. Aber... ich gucke mich erstmal um. Vielleicht fällt mir noch irgendwas ein, wie ich die loswerde. Für längere Zeit. Bushaltestelle. Angestelltenküche. Ich könnte auch den Daumen irgendwo hinlegen und behaupten, ich hätte einen gefunden. Ich habe einen Daumen gefunden. Auf dem Türschild steht Dr. Linkweller. Es ist schön für Dr. Linkweller. Hier kommt man gar nicht in irgendwelche Krankenzimmer oder sowas, ne? Das ist ja doof. Feuerlöscher. Es wäre bestimmt keine so gute Idee, mich den Brandschutzbestimmungen zu widersetzen. Auf diesem Stockwerk befinden sich die Büros der Klinikverwaltung und der Professoren. Die anderen Stockwerke sind hauptsächlich für